Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von F1 2021 auf meiner absoluten Lieblingsstrecke und zwar in Italien. Großer Preis von Monza. Ihr seht unten links wenig Kurven, dafür viele lange Geraden. Start und Ziel schon mal eine, wo es fast bis auf 350 km/h hochgeht. Ey, und dann die ersten beiden Kurven, wo die Curbs ein bisschen höher sind. Aufpassen. Das könnte also die zweite Strecke werden, wo ich gewinne. Wo ich durchaus realistische Chancen habe zu gewinnen. Weil im Blitzqualifying, denke ich, werde ich ganz gut abschneiden. Nicht so wie in Sandford. Das war mehr Krampf anstatt schönes Autofahren. Hier sieht das doch sehr viel geschmeidiger aus. Und das mag ich halt. Deswegen ist Italien auch mit einer meiner Lieblingsstrecken. Man kann hier wirklich gefühlt mit 300 Sachen um die Kurven rumfahren. Natürlich muss man auf die Curbs aufpassen und auf das Keyspec-Bed. Aber ihr seht, wie weit ich auch vor Hamilton bin. Unter anderem, der war im Training, glaube ich, nur 6. oder 7. im dritten freien Training. Jetzt lass uns aber noch die letzten Meter hier gut hinkriegen. Das ist auch nochmal so eine schwierige Passage. Da könnte man auch zu weit rechts rauskommen. Aber es sieht wirklich gut aus. Schaut euch den Vorsprung an auf Hamilton. Der müsste sich jetzt mal ranziehen mit so einem Seil, wenn er nicht ganz hinten landen will. Letzte Kurve. Wenn wir die auch noch halbwegs gut nehmen, dann garantiere ich hier für nichts. Dann dürfte das die Pole Position sein, die erste. Nachdem wir es in Belgien knapp verpasst haben, ist das hier locker die erste Pole Position. Ausgezeichnete Runde, wir sind sehr zufrieden. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Der Glückspilz, Hamilton und Valtteri Bottas. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird zweifelsfrei ein fantastisches Event. Das riecht ganz stark nach einem Start-Ziel-Sieg. Die Zeit ist wirklich super. 1:19.4, dahinter dann die Mercedes-Fahrer. Lando auch wieder 5. Also es könnte zum zweiten Sieg reichen, wenn ich denn dementsprechend fahre. Die ersten beiden Kurven, da wird es wieder voll werden. Und dann schauen wir mal. Ich garantiere für nichts. Auf geht's. Wir haben ein paar Punkte gesammelt. Bleib dran und arbeite auf eine weitere Platzierung unter den besten 10 hin. Naja, ich hoffe, dass wir unter den ersten 3 landen. Also ich meine, wie einfacher war es denn je, ein Rennen zu gewinnen? Von Position 1 starten wir rein mit dieser Strategie. Besser kann es gar nicht sein. Jetzt muss nur noch der Start hinhauen und dann hoffe ich, dass ich auf meiner Lieblingsstrecke gewinne. In Monza. Schauen wir mal, wie gut wir wegkommen. Bottas auf der 3 hinter uns direkt oder beziehungsweise zweiter ist Hamilton. Ja, nicht so ganz optimal weggekommen. Bottas ist jetzt hinter uns. Aufgepasst. Der wird es versuchen. Gleich innen vorbei. Früh bremsen. Und dann kommen wir hier locker durch. Sonst irgendwelche Unfälle? Ja, der hat es gekracht. Gelbe Flagge, grüne Flagge. Und dann muss ich mal gucken. Ich sehe schon wieder unten rechts so ein ganz beängstigendes Symbol. Scheint, als ob die ein oder andere Komponente wieder geupgradet werden müsste. Aber da gucken wir nach dem Rennen drauf. Achtung. Die beiden Curbs hier, die sind auch sehr, sehr trügerisch. Da kann man auch leicht mal rausfliegen. Gesehen bei mir im Training. Aber ansonsten sind ja eigentlich Kurven dabei, die für mich gemacht sind. Und ein Start-Zielsieg, wie genial wäre das denn? Verstappen vorbei an Bottas. Hamilton ist irgendwo nach hinten gerutscht. Raus aus den ersten 5. Ich guck mal gerade hier rechts. Ja, SE, Motor, SE. SE ist doch die Steuerelektronik, ne? Oder heißt das so? SE? Würde ich jetzt einfach mal so tippen. Was anderes fällt mir jetzt spontan nicht ein. Dann der Motor, 59%. Okay, wir können ein wenig Abnutzung am Motor erkennen. Ja, super. Seid ihr bewusst, dass wir ab sofort einen Leistungsverlust bemerken werden? Ah, schade. Also wird das gerade noch mal ein bisschen schwieriger hier, sich gegen die anderen zu verteidigen. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir das durchhalten können. Auf den langen Geraden natürlich ERS. Da geht es dann mit DRS, wenn wir denn welches bekommen sollten, bis auf 350 km/h fast dran. Aber ich denke, wir werden upgraden müssen nach dem Rennen. Und ich denke mal, dann auch eine Grid-Strafe erhalten. Irgendwie war doch da sowas. Aber jetzt schauen wir erstmal. Jetzt kriegen wir das Rennen hoffentlich hier halbwegs gut durch. Mit der schnellsten Runde schon mal mit einer 1:22. Wir fahren auch nur 13 Runden. Das erscheint mir ein bisschen wenig. Aber soll mir ja egal sein. Solange ich vor den anderen bin, 2,2 Sekunden Vorsprung. Das ist schon viel, ne? Gerade nach den ersten Runden. Aber gut. Die anderen, die werden sich dann... Oh, habt ihr gerade gesehen? Da huppt der Wagen einmal hoch. Wie so eine Art Lowrider-Trip hier bei GTA San Andreas. Wenn die erstmal DRS haben, die pushen sich dann natürlich gegenseitig, dann wird's haarig. Und ich habe halt vor mir niemanden. Dazu Beschädigung am Motor. Ich hoffe ja nicht, dass der platzt jetzt, ne? Die Steuerelektronik bei 60%. Der Motor ist auch schon knapp bei 60% gewesen. Ich gehe jetzt einfach mal vom
ja, vom Besten aus, vom Guten aus, dass das hier alles hält. Und dann zum nächsten Grand Prix in Russland fahren wir dann wieder mit neuen Sachen. Hamilton wieder Fünfter, Norris Vierter. Oh, das wird ganz, ganz eng. Die Boxenstops werden dann natürlich auch wieder eine große Rolle spielen. Die Boxengasse ist hier nicht so lang in Monza, also 4 Sekunden rausfahren geht nicht. Also viele Sekunden rausfahren, 1,21. So, und jetzt ist halt DRS aktiviert, das ist die Scheiße. Theoretisch, wenn man hier wirklich gut fährt, sind wirklich Zeiten unter 1,20. Also ich bin sogar im Training einmal 1,19 gefahren. Also man kriegt es hin. Mit entsprechenden Voraussetzungen. Aber das ist jetzt gar nicht mein Ziel. Die schnellste Runde habe ich. Ich will einfach gewinnen. 3,3 Sekunden Vorsprung. Ah, toll. Abnutzung am MGU-K. Das sind wunderbare Nachrichten, die ich hier kriege. Immerhin starte ich von der, oder bin von der 1 gestartet. Achtung. Die Kurve hier, die ist sehr trügerisch. Die habe ich leider nicht gut genommen. Scheiße, überall Abnutzung hier, ey. Mein Wagen ist einfach zu schnell. Ich muss mehr Upgrades machen. Aber ich hab ja die Komponenten geupgradet. Was will ich machen? Motor, MGU-K. Da sehen die Leute Abnutzung. Und an der Steuerelektronik SE. Getriebe geht ja gerade noch. Der Turbolader 53%. Hoffen wir mal das Beste. 4 Sekunden Vorsprung. Das schreit ja quasi schon nach einem Start-Zielsieg. Es gibt halt Strecken, die liegen mir. Ne? Habe ich euch schon öfter gesagt. Es gibt halt Strecken, die liegen mir. Es gibt Strecken, die kann ich auch in 10 Jahren noch nicht fahren. Wozu Monaco auf jeden Fall gehören wird. Aber Italien. Bella Italia. Früher sah die Strecke ja noch viel anders aus. Also so vom Design her. Achtung. Ersten Kurven wichtig, gut durchfahren. Und Norris ist Zweiter. Tatsächlich. Alter, das wäre natürlich eine 11 von 10. Wenn wir hier einen McLaren-Doppelsieg rausfahren. Aber ich glaube, das wird noch ein Hin und Her. Mal gucken, wie sehr sich Norris durchsetzen kann. Achtung. Der Dreher hier, Vorsicht, nicht zu sehr Gas geben. So, hier kann man ganz gut reinbremsen in die Kurve. Das kriege ich immer besser hin. So, und dann schnellster erster Sektor bislang. Wir könnten eine 1,20 definitiv schaffen. Wenn wir nochmal mit ERS ein bisschen arbeiten, das können wir ja benutzen. 5 Sekunden Vorsprung. Also bislang dahinter die Traube und ich fahre hier für mich alleine. Das ist vom Verlauf her bislang das idealste Rennen, was ich gefahren habe. Bislang. Sehr souverän. Den Anfang gut hinbekommen. Und was wäre möglich, wenn meine Komponenten alle heile wären? Wenn die nicht Verschleiß zeigen würden? So wie der MGU-K oder der Turbolader. Dann wären wir ja noch schneller hier unterwegs. Ich hoffe, dass Norris das da irgendwie packt. Der macht das gut bislang. Oh nee. Das heißt nichts Gutes. Aha, okay. Aber habe ich jetzt auf Behalten gemacht? Ja, ne? Ich glaube, bei Alternativ wäre Mediums. Ne, warte mal. Ich muss jetzt mal gucken, was ich hier ausgewählt habe. Die harten Reifen? Nein, Mediums wollte ich haben, oder? Ich will schon Mediums haben. Rang nach Boxstop 20. Weil die halt alle noch so eng zusammen sind. Aber wenn die anderen halt in der Box fahren, sind wir wieder Erster. Runde 8 bis 12. Da steht sogar da unten. Ist mir gar nicht aufgefallen. So. Vorne links die Reifen, die verschleißen wieder ganz schön. Muss ich gerade mal gucken. 23%, 22% linke Seite. Motor 60%, gut. Das Rennen hält er auf jeden Fall noch aus. Und dann müssen wir halt mal gucken im nächsten Rennen. Schnellster zweiter Sektor, sehr, sehr stark. So, wenn wir jetzt noch einen halbwegs schnellen dritten Sektor hinkriegen, vielleicht schaffen wir ja wenigstens unter 1,20 zu kommen. Das wäre schon mal nicht so schlecht. Und ich bin sogar so schnell unterwegs, dass ich rechts im Augenwinkel eine Verzerrung sehe. Ja, müssen wir das nicht immer anzeigen. Also ich habe das Gefühl, seit dem neuen Update wird mir das hier häufiger angezeigt, als mir lieb ist. Wollte ich doch gerade sagen, aber hä? Habe ich nicht gerade harte Reifen? Ja, ich weiß, dass meine Reifen verschleißen. Ihr müsst mir das nicht sagen, weil ich ja auch nicht so gut fahre. Oder was heißt nicht so gut fahre? Ist halt so, ne? Wenn man aggressiv fährt und aggressiv pusht mit den Softs. Ich könnte ja auch normalerweise nochmal auf Softs wechseln, aber gut, wenn mir Medium halt angezeigt wird.
dann mache ich das so, wie mir Jeff das sagt. Aber das stört mich immer, dass mir das rechts angezeigt wird. Ich weiß, dass meine Reifen verschleißen, wenn ich so fahre, wie ich fahre. Aber ich fahre gut. Bislang. Also mir kann man nichts nachsagen. Guter Start. 6,3 Sekunden. Was wollt ihr? Vor Mercedes, vor allen anderen. Und Norris, der kämpft sich da zwischen den ganzen Alpha-Tieren durch. Aber mindestens ein Podiumsplatz müsste ja drin sein. Jetzt habe ich zwei langsame Sektoren. Ich hoffe nicht, dass das hier mit unseren Komponenten zusammenhängt. Dass ich jetzt spürbar langsamerer werde, aber wurde mir ja so prophezeit, ne, in den Hieroglyphen. Dass ich ja, Leistungseinschränkungen haben werde. Aber momentan, ihr seht auf der Karte unten, wie eng das da zusammen ist, zwischen allen anderen, vorne und hinter mir ist nichts. Da können wir mal ein bisschen ERS schalten, wobei ich aber auch gerne sparen möchte für die wichtigen Szenen zwischendurch oder für die wichtigen Phasen. Falls wir uns doch nochmal irgendwo verteidigen müssen. Da hinten kommen sie angerauscht. Schön einfach mal ein entspanntes Rennen zu haben, wo man wenig Zweikämpfe hat. Gerade auf meiner Lieblingsstrecke, wenn ich hier gewinne, dann ist das ganz viel wert. Erster Sektor bin ich immer langsam. Zweiten Sektor, den kriege ich immer schnell hin. Und Bottas und Norris wechseln die Position 2 und 3. Fleißig hin und her. Und Hamilton gegen Verstappen. %31. Ja, jetzt in der nächsten Runde ist es ja soweit. Also so, eine Runde noch. SE, MGUK sieht alles noch okay aus. Ist knapp über 60%. Ja, Jeff, beziehungsweise ich weiß, die Anzeige, oh, aber schaut mal rechts, nur 24%, der fährt gleich alleine. Das nervt mich wirklich, dass das automatisch immer angezeigt wird. Ich will das gar nicht sehen, ich drücke das, ah, guck mal, jetzt geht's von alleine weg. Ganz komisch, dieses Spiel macht Sachen, 8,6 Sekunden. Norris ist leider auf der 4, aber das wird bis zur letzten Runde wird das spannend werden. 1:21.424. Mal gucken, was mit Mediums da nochmal möglich ist, mit frischen. So, Norris ist jetzt schon in der Boxengasse. Lando kommt an die Box. Lando an der Box. Hoffentlich kriege ich jetzt keinen Undercut von Hamilton oder so zum Beispiel, aber ich glaube nicht. Also der Boxenstopp sollte ja schnell gehen. Mein Frontflügel ist ja nicht beschädigt, ich muss ja nur einmal die Reifen wechseln. Und Reifenwechsel geht eigentlich schnell. In letzter Zeit 2,5, 2,6 Sekunden vielleicht maximal. Also das sollte eigentlich hinhauen. Wir sollten eigentlich auch wieder mit so 10 Sekunden Vorsprung vor allen anderen dann rauskommen, wenn die anderen dann drinne sind. Dann lichtet sich das Feld. Also Bottas geht rein, Verstappen, Leclerc, alle anderen und dann sollten wir, denke ich mal, ganz knapp oder auch ganz weit vor Hamilton und so rauskommen. Ja, ich gehe ja auch jetzt schon rein. Jeff hetzt mich nicht, also das stört mich. Seitdem das Update hier gemacht wurde, sind so ein paar Sachen, die mich echt stören. Dass die Anzeige unten sich selbstständig macht, dass Jeff mir alle 2-3 Sekunden hier dazwischen funkt. Naja, also jetzt rein zum Boxenstopp, Mediums holen und dann hoffe ich mal, dass wir das Rennen so beenden, wie wir es begonnen haben. Nämlich auf 1, ein Start-Zielsieg, das wäre echt überragend. So, dahinter kommen Bottas, Verstappen, komm, schnell, schnell, schnell. Die anderen kommen raus. Und wir sind fertig. 2,7 Sekunden. Das war ein richtig guter Boxenstopp. Tsunoda und Giovinazzi noch vor mir. Leclerc, Verstappen drin. Stroll drin. Ja, das hat ganz unproblematisch geklappt. Da kommt Ocon. Achtung, der hat natürlich jetzt den Topspeed. Da riskiere ich jetzt auch unbedingt nicht so viel. Aber es haut hin. Wir sind vor Ocon sogar noch rausgekommen. Sehr schön. Dritter Platz. So, also werden wir uns den ersten Platz ganz locker wieder zurückholen. Aber ich hoffe, dass ich jetzt hier gegen Ocon keine Scheiße baue. Der ist natürlich ein bisschen schneller. Also klar, man merkt natürlich daran, dass die Komponenten ein bisschen nachlassen. Aber es reicht für dieses Rennen. Und ich hoffe dann in Russland auf die frischen Komponenten. Das wäre natürlich jetzt fatal und unnötig, mich gegen so einen rauszuhauen. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Aber komm, dieses Spiel ist heute gut zu mir. Die Sonne scheint, gutes Wetter. Und Bottas ist 10 Sekunden hinter mir. Und Hamilton 6. So wie es ausschaut. Der wird gleich wieder 4. werden, beziehungsweise 3. Und Lando, der hat es natürlich jetzt schwer. Vielleicht bekommt das noch hin.
Bin sehr, sehr gespannt. So, eine Sekunde wieder weg von Ocon. Bisschen ERS einschalten, das geht immer. Ich lasse mir das mal hier auf an der Seite, dass ich das ab und zu mal sehe auf der langen Geraden. 61, 61, das ist noch okay. Aber dann fürs nächste Rennen müsste es umgeschalten werden, beziehungsweise ausgetauscht werden. Ich hoffe, wie gesagt, es gibt keine Grid-Strafe. Grip ist was anderes. Grid. So, Giovinazzi und Tsunoda sind noch drin. Und jetzt haben wir noch drei Runden. Dann war das echt das entspannteste Rennen diese Saison. Keine Unfälle, reibungsloser Boxenstopp. Und dazu die schnellste Runde. Bislang 26 Punkte wären es. Ah, Verstappen ist auf Harten und Leclerc ist auch auf Harten unterwegs. Okay, die anderen Teams alle auf Medium. Ich glaube, ich hätte sogar auch auf die Harten wechseln sollen. Warum auch immer. Sagt's mir, warum die Harten hier besser sein sollen als die Mediums. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 10,8 Sekunden. Boah, richtig großer Vorsprung. Vielleicht ist mit den harten Reifen kann man vielleicht mehr pushen. Ne, aggressiver fahren. Die halten natürlich länger, brauchen bestimmt länger, um warm zu werden. Ich weiß es nicht, aber mit den harten bist du ja auch langsamer unterwegs, als zum Beispiel mit Softs. Ich hätte auch nochmal auf Softs wechseln können, aber oh, da weiß ich nicht, was wir noch an Reifensets da haben. Norris Vierter, aber wo ist denn Hamilton? Ist Hamilton ganz hinten? Oh, was da denn passiert? Hamilton ist Letzter? Da müssen wir mal in der Wiederholung gucken, was da passiert ist. Ob er gegen irgendeinen gekracht ist? Das ist ja sehr, sehr unwahrscheinlich, beziehungsweise sieht man nicht oft. Eine 1,21 nochmal verbessert. Schade, an der 1,20 werde ich nicht rankommen. Ich habe auch leider kein DRS. Mit DRS hätte ich halt nochmal, glaube ich, so 10 km/h mehr. Und mit dem ERS, habe ich im Training mir sagen lassen, hat man nochmal 160 PS mehr. Das war heute eine Machtdemonstration. Vielleicht schafft Norris wenigstens Verstappen noch. Ich denke mal, beide werden Bottas nicht mehr kriegen. Aber es geht jetzt um den dritten Platz. Wow, 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 wow. Zum Glück haben wir viel Vorsprung. Da war der Curb. Da war der Curb, der mir das Rennen hätte zunichte machen können. Der Lowrider war wieder aktiv. Ich hoffe, der hat nichts beschädigt. 11 Sekunden sind es ja noch. Gott sei Dank haben wir so viel Vorsprung. 10 Sekunden, 9 Sekunden. Die werden jetzt natürlich ein bisschen drankommen. Aber die interessantere Frage ist, warum Hamilton Letzter ist. Kann ja nur mit einem Frontflügelschaden oder irgendwie Schaden am Auto zu tun haben. Und der ist auch langsam, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, der kommt gar nicht ran an eine Gruppe. Naja, schauen wir nach dem Rennen. Jetzt genießen wir noch die letzten zwei Runden, die wir haben. Und dann fahren wir ein sehr schnelllebiges Rennen. Also ist gleich schon vorbei. Deswegen, 13 Runden ist vielleicht auch ein bisschen wenig hier für Italien. Aber gut, ich habe das ja nicht zu entscheiden. Die schnellste Runde haben wir mit 1,21. Aber das wundert mich. Das sind so Fragen, die müssen wir gleich mal klären, warum Hamilton Letzter ist. Was da vorgefallen ist bei seinem Boxenstopp. Ob wir es nochmal schaffen, die eine schnelle Rundenzeit rauszufahren? Ich denke mal nicht. Müssen wir auch gar nicht. Die 26 Punkte nehme ich sehr, sehr gerne mit. Norris holt auch ein paar Punkte. Mal gucken, wie viel. Jetzt ist er wieder Dritter. Also ihr müsst das mal beobachten, links. Vielleicht könnt ihr so eine Art Chamäleon machen. Ein Auge auf die Fahrbahn, ein Auge links aufs Tableau. Und dann bin ich auch endlich mal so gefahren, wie ich das im Training hinbekommen habe. So bin ich auch ungefähr im Training gefahren. Mit Softs, mit DRS. Gut, ERS kann ich jetzt auch ein bisschen einsetzen, aber echt, wie gesagt, eine Machtdemonstration, die seinesgleichen sucht. Aber haben wir uns auch verdient, ey. So gut, wie wir uns gesteigert haben, müssen wir gleich mal gucken in der FE, was wir da noch verbessern können an den Komponenten und dann in Russland am besten weitermachen. Ist auch so eine Art Highspeed-Kurs, finde ich. Gut, man merkt jetzt auch anhand der Zeit, ne? Ich bin in ja, allen Sektoren bislang langsamer wieder unterwegs. Dass auf jeden Fall an den Komponenten was gemacht werden muss. So, letzte Runde. Einfach genießen. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Einfach genießen, hoffen, dass Norris Dritter bleibt. Das wird auch mal ganz haarig, vor allem in der letzten Kurve. Oder jetzt auf Start und Ziel. Ich hoffe einfach für meinen Teamkollegen. So, Achtung, hier nochmal den Curb. Ja, langsam mal mitnehmen. So ist das sehr gut.
Die eine Lowrider-Aktion, die reicht mir so in die Kurve reinbremsen. Jawohl. Eine ganz einfache Strecke. Oh, Hamilton fährt mit 21 die schnellste. Ne. Jetzt nimmt er uns noch im letzten Moment den einen zusätzlichen Punkt weg. Aber das nützt ihm ja nichts. Du kriegst ja nur den zusätzlichen Punkt, wenn du unter den ersten 10 bist. Dann kriegst du den sonst nicht. Aber das wird gleich die nächste Frage sein, die wir in der Wiederholung beantworten. Jetzt genieße ich nochmal die letzte, beziehungsweise vorletzte lange gerade. Dann nochmal eine 180-Grad-Kurve. Und dann gratuliere ich mir zu einem souveränen zweiten Sieg hier in der Karriere in Monza auf meiner Lieblingsstrecke bei besten Bedingungen. Was will man denn mehr? Und Norris hält hoffentlich den dritten Platz, das wäre super. Also Sieg für uns hier in Monza. Absolut spitze, wirklich toll, das hast du echt gut gemacht. Hier wurde die freie Fahrt an der Spitze optimal genutzt. Keine Chance für die Verfolger, auch nur ein einziges Mal in den Windschatten zu kommen. Was für ein Sieg hier in Monza. Also Stefan, was hat heute da draußen den Unterschied gemacht? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zum Wagen gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Der Wagen hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Die Fahrer sind auf dem Weg hinaus zur Siegerehre mit McLaren an der Spitze. Gratulation an das gesamte Team für diese fantastische Leistung. Werfen wir einen Blick auf die Fahrerrangliste. Das war nicht das beste Resultat für unseren WM-Führenden. Sein Vorsprung ist geschrumpft. Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Ich muss sagen, dass Sebastian Vettel mich heute mit seiner beeindruckenden Fahrweise echt gefesselt hat. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Die Führung an der Spitze ist nach einem starken Wochenende der Herausforderer geschrumpft. Auch das Team von McLaren hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. Wer vermag schon zu sagen, wer nach solch einem Rennen am Ende Weltmeister wird? Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei, wenn wir Ihnen das neueste Rennen der Formel 1 nach Hause servieren. Naja, also die Frage muss man sich, glaube ich, nicht stellen. Man muss sich eher die Frage stellen, was mit Hamilton ist. Also aus Sicht von unserem Team, wir haben 40 Punkte geholt an dem Wochenende, überragend. Bottas als Einziger, der die Mercedes-Flagge so ein bisschen hochhält. Dann schauen wir mal, Vettel von der 10 auf die 5, starkes Rennen, aber auch Stroll, also Aston Martin generell. Guten Job gemacht. Ferrari ist auch noch in den Punkten. Tsunoda holt 2 Punkte für Alpha. Sergio Perez ist noch in die Punkte gekommen. Und Lando, wie gesagt, stark. Dritter hat das geschafft, vor Verstappen ins Ziel zu kommen. Aber Raikön, beziehungsweise nicht Raikön, hier Hamilton. Esteban Ocon ist da noch ausgeschieden. Okay, das habe ich gar nicht mitbekommen. Da ist so viel passiert. Der Hamilton 18. von der 2 gestartet. Ich gucke jetzt erstmal, ob irgendwas in der Rennleitung steht. Ereignisse. Okay, nee, da steht nur, dass Mick Schumacher eine Kollision mit Alonso verursacht hat. Boxenstopp. Hamilton in der 8. Runde. 2,6 Sekunden. Warum ist der Letzter geworden? Der ist dann reingefahren, als Lando reingefahren ist. Da muss ja irgendwas passiert sein. Irgendwas muss ja da passiert sein. Aber Hamilton war es der Frontflügel. Okay, da sehen wir es nochmal. Der ist nochmal reingegangen in der 10. Runde. Da gucken wir gleich nochmal in der Wiederholung, mit wem er da zusammengestoßen ist. Und dann, schauen wir auch nochmal, warum Ocon ausgeschieden ist. Zunächst aber nochmal die Rangliste. Wir steigen auf die 5 auf. Sergio Perez auf der 6, den überholen wir. 121 Punkte. Perfekt. Weltmeister entscheidet sich zwischen Hamilton und Bottas. Ich denke mal, dass wir beide nichts mehr damit zu tun haben. Und wir sind jetzt Zweiter. Stark. Red Bull überholt mit 256 Punkten. Das wäre natürlich stark, wenn wir zweitstärkste Kraft sind. So, jetzt aber schauen wir in die Wiederholung und gucken uns an, warum Hamilton versagt hat. So, ich habe die Stelle gefunden, wo Hamilton sich den Frontflügel angehauen hat. Und zwar in der Phase, als Bottas und Kollegen drinnen waren, aus der Boxengasse rausfahren, ist Hamilton rechts gegen seinen Teamkollegen Bottas. Und jetzt werden wir gleich in einer anderen Kameraperspektive sehen. Hier, zack, da
fliegt er nämlich gegen den Reifen gegen. Dort ist er ein bisschen zu riskant, ja, in die Kurve reingegangen, wie er es ja sonst öfter auch mal macht. Ich gehe gerade noch mal in eine Szene, wo man es besser sieht. Hier. Also Bottas ist vor ihm auf der Ideallinie, ist eigentlich vor ihm auch in der Kurve und Hamilton will hier halt zu viel. Dann zack, fährt er gegen den Reifen gegen und man sieht rechts ganz gut, wie das Stück vom Frontflügel wegfliegt, Hamilton sich dreht und somit muss der also eine Runde später nochmal in die Boxengasse und deswegen hat es ihn dann rausgehauen auf den letzten bzw. vorletzten Platz. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Sie konnten heute die Spitzenpositionen ergattern. War es ein einfacher Sieg? Naja, im Prinzip ja schon. Ne? Der Wagen war großartig. Er hatte genau den richtigen Abtrieb. Das war es. Ohne mein Team hätte ich den Sieg nicht holen können. Nach letzter Woche läuft es um einiges besser, oder? Naja, wir haben auch letzte Woche Punkte geholt, ne? Aerodynamik. Ach man, ey, warum kann ich nicht das Team allgemein loben? Zuverlässigkeit, ein Triebwerk. Ja, ich mach mal Aerodynamik. Es steht wohl außer Frage, dass Sie hier alle Erwartungen übertreffen, nicht wahr? Vielleicht sollen die Leute mehr erwarten. Formula 1 ist ein Teamsport und wir haben uns alle extrem angestrengt. Ihr Teamkollege ist heute gut gefahren und wurde mit einem Podiumsplatz belohnt. Haben Sie dazu einen Kommentar? Aha, Anstrengung wird belohnt. Das war ein wohlverdientes Ergebnis. Was haben wir noch? Da wurde wirklich alles aus dem Triebwerk. Ich mach mal das hier. Dein Teamkollege wird das bemerken. Danke für den Kommentar. Ja, ja, sehr gerne. Und ich habe jetzt nochmal in die Wiederholung nachgeguckt, warum Ocon dann disqualifiziert wurde. Also DNF ist ja Disqualifikation. In der letzten Runde habe ich gesehen, er war 16. und plötzlich war er 20. So. Aber warum er jetzt disqualifiziert wurde oder warum er ausgeschieden ist am Ende, weiß ich jetzt nicht. Ich konnte nur das rausfinden, warum Hamilton nochmal rein musste. Das haben wir ja zusammen gesehen. Wir gehen auf Rang 9 hoch. Ich glaube, unser direktes Duell mit Sergio Perez gewinnen wir auch. Weil unser Auto halt stärker und stärker wird. Wir kommen jetzt so langsam in die Endphase der Saison. 13. Rennen steht jetzt an in Russland. In Sochi. Und jetzt hoffen wir mal, dass ich meine Komponenten ändern kann, ohne dass ich eine Grid-Strafe kriege. Luftleitbleche unter der Nase. Das hat geklappt. Jawohl. Und verbesserter Querlenker. Funktioniert auch. Sehr schön. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. Sehr schön. Und ihr seht schon, im Sochi Autodromo, das ist auch so eine ähnliche Strecke wie in Monza, will ich jetzt nicht sagen, aber es ist auch Highspeed. Also da kann man schön viel Gas geben, wenn man denn dementsprechend auch fährt. Jetzt schaue ich gerade mal aktiv. Ihr seht, wir sind so auf einer Höhe mit Red Bull, sind eigentlich noch hinter Mercedes. Aston Martin hat auch ein bisschen aufgeholt. Ferrari hat halt ganz schön abgekackt, ne? In der Saison, ihr seht halt, die haben immer noch Vorsprung. Bis zum geht nicht mehr so. Darf ich nochmal hier gucken auf die Leistung? Wir haben ja wieder ein paar Punkte. Upgrades freigeschaltet und zwar DRS-Aktivierungsmechanismus. Ach, das kann man auch verbessern. Und DRS-maximale Spaltbreite. Aha, dass man also noch mehr Luftwiderstand hat, also dass noch mehr Luft durchkommt, dass man noch schneller fahren kann. Wahrscheinlich, würde ich jetzt mal spontan sagen. Wie sieht es bei den anderen Bereichen aus? Haben wir da irgendwas noch? Hier, bei der Chassis, wenn man das so ausspricht. Und zwar haben wir einmal besseres Material bei der Steuerelektronik und MGUK-Strapazierfähigkeitstests. Ist erlaubt. Andi, das ist die Strapazierfähigkeit, wie der Name schon sagt. Schaue ich gerade mal. Hier ist die Öldruckpumpe. Wird mir hier vorgeschlagen. Eine bessere Öldruckpumpe verbessert die Kühlung des Motors, wodurch dieser mehr Leistung erzeugen kann. Ha, mehr Leistung machen wir. Oh, das wird aber erst nach Japan fertig. Oh. Das dauert also noch 3 Grand Prix. Dann ist ja die Saison eigentlich schon fast vorbei, ne? Aber gut, lieber sicher. Oder soll ich mal Fehlschlagsrate 44% machen? Das ist natürlich die Frage, ne? Ich mach mal lieber normal. Nicht, dass es schief geht. Machen wir einmal das hier. Und dann können wir noch mal was aussehen. Und zwar MGUH, besseres Material. Erhöht die Strapazierfähigkeit des MGUH. Alle MGUH-Komponenten werden langsamer verschleißen. Ja, brauchen wir auch auf jeden Fall. Das wird vor Japan fertig. Und können wir noch was mit 832 machen? Nee, dann gucke ich jetzt gerade mal, ob ich die Komponenten hier austauschen kann auf Stufe 3. Ja, dafür gibt es keine Strafe, aber ich befürchte halt beim Energiespeicher. Wenn wir den upgraden wollen, ja. Wusste ich, du hättest eine Rückversetzung im Grid, wenn du diese Komponente bestellst, weil die halt irgendwie noch nicht da ist. Also den Turbolader, den kann ich auf Stufe 3 bringen. Ja, und die Steuerelektronik, die muss ich halt ausbessern. Da komme ich nicht drum rum, genauso wie beim Energiespeicher.
die haben 53% Verschleiß, 53%, ja. Muss ich leider machen, dann werde ich halt leider eine Grid-Strafe erhalten in Russland, aber ja, anders geht's halt nicht. Anders geht es halt nicht. Ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Rennen in Russland. Macht's gut. Ciao, ciao.